Vom Herrn Anselm von Domsk haben wir diesen schönen Filzhut bekommen, den wir hier gleich mal angelegt haben in Rathai. Heinrich mit der Augenbraue nach oben, ganz zu erwägen. Aber erst einmal, hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ja, wir werden jetzt baden gehen und dann geht's ab zu Herrn Hans. Wir machen uns vorher noch schick für ihn. Mal gucken, was er dann als nächstes für uns als Aufgabe hat. Ich brauche was Geliehenes, die Kette, was Blaues und... der sah aber klein aus. Schauen wir einfach mal. Natürlich gehen wir mal mit Hut dahin. Guten Tag. Grüße. Ob man, wenn ich sie gerade wieder links sehe... Oh, der Schnitzer da rechts über der Wange. Bei Heinrich. Ich möchte die Dienste... Und was darf sein? Heilung, Bad und saubere Kleidung. Ich möchte meine Wunden versorgen. Das lässt sich machen. Ob man mit ihr, mit der Sidonia, nochmal Strip würfeln kann? Heute ging das nur in der Quest. Wir hatten damals noch nicht so tolle Würfel. Das ist mir zu teuer. Vielleicht kann man das immer nur abends machen. Und wie viel? Da drin war ein Würfeltisch. Vielleicht sitzt hier abends immer da dran und wartet, bis da jemand mal vorbeikommt und sie schlagen möchte. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Das wäre nämlich cool. Cool. Mhm. Die Zuberdörnen werden einen neuen Menschen aus dir machen. Ausrufezeichen. Flacker, flacker, flacker. Das ist ein einfaches Supermädchen, aber ich habe da halt sofort an die Sidonia gedacht. Das war nicht der Raum, ne? Das war noch eins weiter da. Ich meine, ja. Da ist der Tisch. Mal gucken, ob wir das mal herausfinden werden. Wenn es mal wieder Abend ist und wir gerade in der Nähe sind. Und dran denken. Und dran denken ist die Hauptsache. Die Hauptsache ist eigentlich... Ich hab bloß drin. Die Hauptsache ist, dass wir das überhaupt können. Und dann kommt dran denken. Sonst kann es ja auch nichts werden mit dem Würfel, mit ihr. Ja. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Warum renne ich gerade wieder weg? Ich war zu Herrn Hans, aber wo ist der denn da genau? Bestimmt in so einem Bottich. Ja. Das wäre echt cool, wenn wir nach Prag kommen sollten. Im zweiten Ableger oder im dritten, wer weiß, wenn wir da wirklich von Herrn Anselm hören würden und dass er uns da einfach die Möglichkeit gibt, irgendwie unterzukommen, weil wir haben bei ihm ja was gut, wenn wir mal nach Prag kommen. Das wäre richtig cool. Ich gucke erstmal in den Zelten nach, ob er da irgendwo planscht. Na, sieh einer an. Privater Bereich. Gott sei mit dir, Junge. Aber er wird immer bloß im Nachthemd geplanscht. Ich habe die Kette. Was geht da draußen? Ausgezeichnet. Ich will nicht wissen, wie du das geschafft hast. Hier, deine Belohnung. Nächste Aufgabe. Nun kannst du dich der nächsten Aufgabe widmen. Ja. Ich will, dass du die Kette und diesen Brief heimlich in Carolinas Truhe legst. Oh. Warum nicht einfach ihr geben? Darum. Sie darf auf keinen Fall erfahren, von wem Kette und Brief sind. Sonst ist die Masche mit dem heimlichen Verehrer für die Katz. Ach, und nimm dich vor dem Fleischer in Acht, Heinrich. Er hat seine Tochter stets im Auge. Und wenn er dich erwischt, dann mögen alle Heiligen dir beistehen. Wenn du die Sachen zu ihr gebracht hast, warte einen Tag und komm dann zu mir. Mach's gut. Wie er gleich mach's gut sagt. Wir dürfen hier hin. Ja? Aber hallo? Dürfen wir jetzt bitte wieder raus? Ah, dickes Ding, du. Oh, so einfach geht das. Suchst du etwas Bestimmtes? Herrn Hans, so jetzt gehen wir. Oh. Oh. Was geht da draußen vor? Was macht ihr? Wieder dieses Zwillingsspielchen, oh Mann, ey. Das Spiel ist immer noch sehr, sehr lustig und das ist gut so. Wir gucken gleich mal, wo die Fleischertochter ist. Haben wir die Erklärung von ihm? Warum? Darum.
Das ist genauso wie... Aber das ist doch doof. Und dann kommt das Antwort... Trotzdem. Nachts reinschleichen, wenn wir erwischt werden, dann gibt's ein paar mit dem Fleischerball über den Kopf gezogen. Fleischer wird doch beim Fleischer sein, Moment. Die wollen doch bestimmt oben drüber, über dem Laden. Jetzt müssen wir unsere Heimlichkeit beweisen. Ach ja, ich muss ja noch unseren Kram ganz machen. Wir haben ja unsere Steppjacke verhunzen lassen, oben im Lager, weil wir ohne Rüstung gegen jemanden kämpfen mussten. Und uns, wie ich finde, ziemlich gut geschlagen haben. Wenn das nächste Rataya-Turnier ansteht, habe ich wieder vor, dran teilzunehmen. Das schon mal vorab. Irgendwann müssen wir das Ding ja auch mal gewinnen. Beim Schneider hätte ich nach der Steppjacke gucken können. Ich bin wieder eins zu weit. Hier mit dem Dach, mit dem geschrägten. Ich dachte schon, dass wir uns wieder mal festnehmen. Da war ja was. Oh nein, er macht Feierabend. Scheiße. Oder Mittagspause? Mittagspause. Nein. Zeug. Das war aber eine kurze Mittagspause. Ach, er macht hier draußen weiter. Okay. In der frischen Luft auch gut. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ja, hallo, Herr Hans. Alles gut. Ah, die Steppjacke ist ja noch... Ist aus dem bloß der Schuster. Unsere Leisetreter sind ja noch bei Ender, oder? Okay. 97er Zustand? Ja. Und 55 die Steppjacke. Ins Inventar. Genauso wie du. Lazarus da noch zweimal Ringeblumen 6. Und wir haben ja hier auch noch ein paar dabei. Alle nach Namen. G und B, das passt aber nicht so ganz zusammen. Ich kann auch bei Nahrung gucken, da ist das ja eingezeichnet. Lazarus 15. Und Ringeblume 21. Wobei, das können wir doch selbst ganz machen. Ich kaufe mir mal neue Sets. Gott behüte dich. Schneider, Schuster-Set, aber nur ein kleines. Achso, KW klein. Schuster-Set 3. Ich nehme auch mal das kleine mit. 5. Ach komm, gib her. 600, wir haben 21.000. Da will ich jetzt ganz gern, wobei der Ruf könnte besser sein, wir den Preis. Etwas verhandeln, weil 600 sind schon ein bisschen schwer. Gehe ich gleich auf 400 runter. Sind wir uns einig? Und schon das letzte Angebot, dann schlagen wir gleich ein, sicher, sicher. Knauser. Das sagen sie alle. Das ist aber wahrlich gelogen, wahrlich gelogen. Oh, wir treffen uns genau in der Mitte, das ist ja nett. Da schlag ich zu. Dieser Hut. Schuhe mache ich selber ganz. Dafür habe ich auch das kleine geholt. Ein kleines. KW klein, das ist bei K. Kleines Schuster-Set anwenden, Leisetreter. Hatten wir gerade eben schon 5? Hat es das noch nicht ganz verbraucht? Ich habe nicht drauf geachtet. Kleines Schneider-Set. Klein klingt gut, Jacke zu kaputt. Nicht gut. Ja. Also Lazarus-Elixier und Ringelblumen Aufgüsse, die werden wir demnächst nicht kaufen. Wir haben genug davon. Offenbar haben wir beim letzten Mal unfreiwillig zwei Unschuldige getötet, aber auch nur zwei. Geh zurück an deinen Platz, du. Weil wir wurden bloß zweimal gebeten, ins Gefängnis zu gehen. Gott segne dich. Setz dich nicht so rum. Gott über dich wachen. Wir schon wieder, ich weiß. Lass uns über den... Nun, versuch... Hier, mach mal ganz, komm. Hier. Und ein... Nun denn. Die Tür hast du aufgemacht, das war ich nicht. Okay. Fleischer war auf der Seite hier.
Mhm. Nordkompassstreifen da oben ist hier ein A. Wenn ich jetzt um das Haus scharwenzel, müsste das A immer rechts von uns sein. Hm. Hier hinten war eine Rüstkammer. Ne, die war da hinten auf der Seite. Wobei, ich glaube, hier ist auch eine. Genau, das A immer vor uns. Wenn wir jetzt hier rumgehen würden, wäre das A. Hier ist bloß gerade eine andere Haushälfte im Weg. Wäre das A auch neben uns. So. Wir gucken mal, was Heinrich dazu sagt, zu der ganzen Aufgabe. Questlog ein aus. Es gelang mir, Herrn Hans Kette zu beschaffen, die er von seiner Urgroßmutter geerbt und dann beim Würfeln verloren hatte. Wenn ich gewusst hätte, was ich alles auf mich nehmen muss, um Herrn Hans Kette zurückzubekommen, hätte ich ihm höflich mitgeteilt, dass er sich einen anderen Lakaien suchen soll. Wenigstens hat er sich gefreut, als er sie wieder in seinen Händen hielt. Meine nächste Aufgabe lautet, Herrn Hans Kette und Liebesbrief in die Truhe seiner angebeteten Carolina zu schmuggeln. Augenscheinlich ist diese sinnwidrige Heimlichtuerei derzeit in Frankreich der letzte Schrei. Na gut, dann halt diskret und völlig unauffällig. Aber bei Nacht war diese Ansage. Oh, guten Tag. Weil bei Tag da reinschleichen ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir werden doch bestimmt wieder festgenommen. Wir können diesmal wirklich sagen, wir da im Auftrag eines edlen Machthabers hier handeln wir. Das ist alles in Ordnung, was wir hier machen. Nicht festnehmen. Wir stehen uns schon mal bereit. Na gut, könnten wir noch irgendwas machen? Ja, wir könnten ein Turnier kämpfen. Nee, geht ja gar nicht. Aber wir haben noch Zeit bis zum Abend. Wie sieht's aus mit Hunger? Kein Problem. So, jetzt kommt der Hut mal weg und zwar kommt der zu Yenda. Wir haben wieder so viel Zeug auf den Rippen, weil die ganzen Sets, die verbrauchen, glaube ich, ein halbes Kilo oder eine halbe Gewichtseinheit. Die Steppjacke ist ja auch noch bei uns, stimmt. Genauso wie die Leisetreter, die brauchen wir ja gleich. Moment. Das Ding haben wir auch noch. Das versuche ich mal Theresa zu schenken, das behalten wir mal. Vielleicht freut sie sich. Wenn es überhaupt geht. Die brauchen wir relativ bald. Der Hut kommt jetzt in die Tasche. Ja, der ist auf. Weg damit. Inventor. Ich schiebe lieber alles zu Yenda, damit ich da einen Überblick habe, wie viel wir insgesamt haben. Bei sowas. Satteltasche. Schuster-Set. Klosteralltag. Sehr interessant. Wiegt aber nichts. Haben wir noch Alphabet sortiert? Ja. Haben wir noch irgendeinen Müll hier, den wir zu Yenda schieben könnten? Dietrich plus zwei, aber das sind die angegrabbelten. Aber wir haben bloß die... Oh. Sollten wir uns... Doch nicht nach Namen sortiert, nach Buchstaben. Sollten wir uns vielleicht noch ein paar zulegen? Ah, nee. 38. Aber wenn wir knacken müssen... Wobei, wir müssen ja bloß Schlösser knacken. Das habe ich ja erst letztens bewiesen. Ich frage trotzdem mal, ob ich etwas üben kann beim Peschek. Besser ist das, bevor wir es verhauen und dann wieder in den Kerker kommen. Wobei beim Clown geht man bloß in seine eigene Geldbörse und muss zahlen. Wenn man jemanden umbringt, der nicht umgebracht werden soll, dann geht's in den Knast. Vielleicht muss man aber auch bezahlen, wenn man einen der hohen Leute wie Herrn Hanusch, Herrn Hans oder Herrn Ratzig bestiehlt. Gleich mal gucken, wie viel der wieder an Geld hat. Ob er wieder weniger hat, der Peschek, ob er unter die, was waren es, 125.000 gefallen ist. Wie geht's? Gut. Ich habe hier Dinge, die... Aha. Wir haben sogar wirklich was. Er hat immer noch die 125.000. Nicht das Kleid, sondern... anderen Klimbim. Beckenhaube, nein. Wir könnten ja was lesen. Schwert des Jägermeisters. Das Ding haben wir in der Truhe oben gefunden, da wo wir waren. Das Ding brauchen wir nicht, das können wir verticken. Die Kettenhaube brauchen wir, das nicht. Die Nürnberger gebe ich mal ab, damit sie einfach weg sind. Silberkette. Das ist unsere. Ah, oh, hier sind noch ein paar Sets. Beide bei S, ja. Okay, gucke ich gleich mal nach. Wollen wir die verbinden? Würfel mal abgeben? Ah, die wiegen nicht viel.
Ich glaube, ich hause lieber in die Truhe. Achso, Pfeiler. Da wollte ich auch was. Den gebe ich mal ab, so einen einzelnen kann ich nicht gebrauchen. Ist nicht viel, was wir bekommen, aber hey. Dann können wir ihm weniger abverlangen, dann ist der Ruf wieder besser. Weniger abverlangen. Hier. Na sowas. Naja, wir können die Zeit bis zum Abend schon sinnvoll verbringen, ohne die Zeit vorzuspulen. Ein klein wenig Truhen-Tetris. Waffen, so viel Klimbim. Ich gehe nach Anzahl. Jagd, aber keine besonderen Pfeiler. Wobei der Langstreckenpfeil ist schon nicht verkehrt. Hochwertige Pfeile 44, ich verbrauche die erstmal in der Truhe, bevor ich mir neue kaufe. 44,01, na, das geht noch. Die sind eh schneller weg, als ich gucken kann. Dann nehme ich die Spitzpfeile auch noch mit. Ich habe gerade überlegt, alles zu nehmen, aber dann hätte ich ja die gesamte Truhe mitgenommen. Oder zumindest das, was im Waffenreiter ist. Das wäre nicht gut gewesen. Ich nehme doch erstmal die Langstreckenpfeile. So. Ich wollte die Sets noch bei Hand ablegen. Das fiel mir gerade ein. Na, Bursche? Nee, ich will gleich noch Thron knacken. Da kommen wir gleich noch zu dir, aber es wie Sets. Weg. Weg. 162. Ringeblumen. Können wir auch ein paar abgeben. Lazarus 8. Ringeblumen. Haben wir ja ganz viele von. Legen wir mal 14 ab. Lazarus 8. 14 Ringeblumen. Wobei gleich 14. Aber wir haben nur 21. Und 8 Lazarus. Haben wir noch Retterschnaps drüben? Könnte nicht schaden, da mal ein paar mehr zu futtern, zu trinken. Bevor mal wieder ein Spielstand ziemlich ungelegen ist, den ich eigentlich brauche. Weil ich wieder irgendeinen Scheiß gemacht habe. Oder halt eben, na Scheiß ist ja relativ, ich will ja nicht irgendwie eine Entscheidung von mir rückgängig machen, mit der ich einfach nicht zufrieden bin. Ich möchte einfach nur, wenn ich irgendwie was total unüberlegt gemacht habe, das dann eher. Wobei das könnte auf selbe hinauslaufen, Retter. Aber sowas wie halt eben mit den Falschen beschuldigt und einfach nicht drüber nachgedacht, was da noch war mit der Kette und Pech, das ist es doof. Retterschnaps geht hier nicht und bei der Apotheke oben unter Teil müssten wir erstmal wieder die Aufgabe machen, ehe wir da einkaufen können. Achso, ich will der Schlösser knacken. Ja! Ja! Du, hallo, Peschek. Heinrich. Peschek, ich hab dich angeredet. Nimm uns doch ernst. Fragen. Hier. Ich möchte noch einen Diebstahl probieren. Also gut, komm hinter die Mühle. Uns keiner sieht. Okay, du musst nicht zeigen, ich kann das alleine. Moment, der dient Aion. Der kommt jetzt wirklich mit, oder? Er hat doch gerade den Sack abgelegt, den er aufgenommen hat. Oder doch nicht? Moment, es gab ja hier. Ne, hier haben wir den Taschendiebstahl gemacht. Ach, habe ich jetzt Taschendiebstahl abge. Ups. Ach, Diebstahl. Schlösserknacken war das Stichwort, aber Diebstahl ist ja für mich auch irgendwie. Naja, ihr wisst schon. Trotzdem, das kann auch nicht schaden, aufzufrischen. So, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen.
Vermischt klingt auch gut. Jetzt wird uns das auch nochmal erklärt, weil wir... Na gut, ich will mich nicht beschweren. Aber hatten wir doch schon mal. Vielleicht wurde was überarbeitet. Taschendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Erwischt dich die Zielperson oder ein Zeuge mit der Hand in der fremden Tasche, wird Alarm geschlagen und du wirst als Dieb verfolgt. Um jemanden erfolgreich zu bestehlen, musst du dich zuerst unbemerkt anschleichen und dann E gedrückt halten. Ja, um den Taschendiebstahl einzuleiten. Der erste Schritt ist das Herumwühlen in der Tasche, indem du E gedrückt hältst. Punkt. Dies ist nicht leicht, insbesondere wenn die Zielperson sich bewegt. Je länger du herumwühlen kannst, desto länger kannst du auch aussuchen, was du willst. Um dann zu stehlen, musst du die Mindestdauer für das Herumwühlen überschreiten. Was du daran erkennst, dass sich der Hintergrund der Rose von rot zu grün ändert. Okay. Mindestdauer überschreiten. Ein grünes Licht. Okay, wie viel Zeit dir für die zweite Phase des Taschendiebstahls bleibt, erkennst du anhand der Zahl in der Mitte der Anzeige. Behalte die Farbe der Anzeige gut im Auge. Ist sie hellgrün, wird dich dein Opfer nicht erwischen. Wird sie jedoch dunkler und rot, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du auf frischer Tat ertappt wirst. Nächste Seite. Day. Hier ist deine Hand in der Tasche von jemandem und du musst sie samt Beute herausziehen, bevor die Zeit abläuft und du erwischt wirst. Also, das ist Eingang und Ausgang, soweit so klar noch, der Ort, an den, zu dem du stehst. Okay, hier ist der Gegenstand, um zu sehen, was dahinter ist. Okay, okay, drücke nochmal, um ihn zu stehlen. Auch eh. Bist du ein erfahrener Dieb und hast die Spezialisierung Gegenstandsexperte vollständig erlernt, kannst du die Eigenschaften des Gegenstands im Inventar deines Opfers einsehen, also erfüllen. Der Gegenstand, den du gerade gestohlen hast. Ja, ja. Bleib mir Zeit, bevor du erwischt wirst. Wie lange du herumwühlst, legt fest, wie viel Zeit dir dann noch bleibt. Diese Zeit verlierst du, wenn du entscheidest, den besagten Gegenstand zu stehlen. Sie hängt primär vom Gewicht des Gegenstands ab. Okay. Gedrückt halten war's. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Moment. Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Und erwischt. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich! Ist da echt noch nicht gut. Noch 6 Sekunden dann zum Rausholen. Nochmal. Also bei 5 gehe ich raus. Ich kann nicht sehen, was das war. Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Muss ich es gedrückt halten? Schon wieder vergessen. Hab dich. Nein! Wäre das echt gewesen? Das war ganz knapp. Der Wache rufen. Nochmal. Dolch nehmen. Es wird nichts mehr. Falsche Richtung, scheiße. Hab dich. Wäre das echt gewesen? Jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Ich hab's nicht mitgenommen, oder? Ich bleibe falsch. Hier. Du musst die Börse. Hast du etwas? Glaub mir meinen. Hab dich. Oh, ich hab grad losgelassen. Scheiße. Genau in dem Moment. Nach der Wache rufen. Nochmal. Das schaffen wir wieder nicht. Wir sind einfach zu ungeübt. Oh, doch. Wow. So ist das gut. Aber
kaum gemerkt, dass du da bist. Du bist bereit, es draußen zu probieren. Über am besten an Betrunkenen oder Schlafenden, damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Danke, Peschek. Danke für den Tipp. Gern geschehen. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück. Den haben wir doch gerade in die Tasche gesteckt. Den haben wir ja gar nicht genommen. Guck doch mal nach. Taschentricks. Ich wollte ja mal Schlösser knacken. Das war eigentlich mein eigentliches Ziel. Naja, dann haben wir jetzt einfach mal das wieder probiert. War wichtig, das einfach mal vorher auszuprobieren. Ehe wir es ausprobieren und dann in den Knast kommen. Gut, nächste Folge geht's weiter. Es wird langsam dunkel und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.